Heute bin ich nicht alleine hier bei meiner Putzshow und damit herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend oder wie jetzt auch neue Zuschauer dazugekommen sind, Norbend in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich freue mich, dass meine Videos sogar bis runter in den Süden gelangen. Ganz vielen lieben Dank dafür. In meiner Putzshow geht es immer ums Putzen. Achso, das erwähnte ich schon. Ich bin die Katrin. Itte hat noch keinen Namen. Aber sie lässt mich heute hier nicht alleine, denn um sie geht es, besser gesagt, um den Turban. In unserer Putzshow geht es immer ums Putzen, richtig, aber wir haben bald den ersten Advent. Also tun wir uns doch was Gutes, uns oder der Mutti, der Nachbarin, die immer die Pakete annimmt, der Schwester, dem Bruder. Wir verwandeln die nächsten 3 Wochen in eine kleine Geschenkewelt, die Jimako-Geschenkewelt. Und unser heutiges Thema: Verwandle dein Badezimmer in ein Wohlfühlspa. Und das geht mit folgenden Produkten. Der kleine Freund hier hat ihn schon an. Unseren tollen Haarturban. Hier habt ihr ihn einmal in Grau abgebildet. Hier ist er nochmal in Blau. Darf ich mal zeigen? Ja, und nämlich aktuell im Angebot. Wie kommt der jetzt da drauf? Und warum ein Haarturban? Ganz klar, der Haarturban 100% aus Mikrofaser reduziert die Föhnzeit um 30%. Da braucht ihr euch keinen riesen Turm auf dem Kopf zu bauen. Die nassen Schultern sind AD, wenn ihr mit so einem tollen Haarturban arbeitet. Ich ziehe den jetzt mal an. Ich weiß doch, ihr möchtet das gerne sehen. Also zeige ich euch das einmal. So. Und zwar, so sieht er aus. Das ist der pinke. Schick, schick, schick. Und wir haben, ach, das zeige ich gleich. Nee, geh nochmal auf die andere Kamera. Wir haben einmal hier vorne so einen Knopf. So, zum Fixieren, Nummer eins. Und auf der anderen Seite ist ein Gummi. Die 2 Sachen brauchen wir. Okay? Gut. Kopf nach vorne. So, dann vorne zusammengreifen, drehen. So sind wir es gewohnt. Und jetzt, das zeige ich euch nochmal auf der anderen Kamera. So. Und dann einfach hier hinten fixieren. Okay? So. Guck, guck. So. Dann habt ihr hier auf der Seite, ist ja so schlecht, so. Hier auf der Seite habt ihr nochmal Geht andersrum. einen Clipper zum Feststellen. Gerade für kleinere Köpfe, da denken wir mal an die Kinderköpfe, die sind einfach vom Umfang kleiner, können das nochmal nachstellen. Und dann sitzt der. Schick. Mal die Ohren frei machen, damit ich auch alles höre. So sieht er aus. So, und da bewegt sich nichts mehr, ne? Der geht nicht mehr runter. Das heißt, das gesamte Make-up, was jetzt da drauf kommt, Pflege, Anziehen, ich ziehe alles wirklich da drüber. Der bleibt, wo er ist, und ganz am Ende wird nochmal schnell ein bisschen gestylt und dann bin ich fertig. Das geht in einem Wohlfühlspa zu Hause, aber das geht natürlich auch für nach dem Schwimmbad in der Sauna, wenn wir denn wieder dürfen. Oder aber auch, wenn ich vom Campingplatz, von den Duschen zurück zum Wohnwagen möchte, danach einfach den Haarturban anziehen. Wenn ich am Wohnwagen angekommen bin, weil wir hatten ja immer erste Reihe, ne? Ganz weit hinten, dann sind die Haare schon fast getrocknet. Und das ist einfach eine schöne, angenehme Art und Weise. Ja, Schwimmbad habe ich erwähnt, das ist mal ganz wichtig. Aber dann immer sagen, die Kinder sollen ihn auch wieder einpacken. Deswegen, er ist super für Kinder geeignet. Also aktuell 30,07 € kostet er. In Pink, in Grau oder in Blau. So. Guck mal, mit dem schönen Schmetterling vorne drauf. An dieser Stelle erwähne ich gerne, ab 29,90 € versende ich auch versandkostenfrei. Also, wenn dich der interessiert und du noch nicht so genau weißt, was du zu schenken hast, kauf ihn dir und er kommt direkt versandkostenfrei zu dir nach Hause. Ja, unser Turban. Ich lasse den jetzt auch an. Pink steht mir. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Für mich gehört auf jeden Fall in ein Spa noch, ja, eine Sauna haben wir jetzt nicht, aber eine Badewanne. Ja, dafür brauchen wir was. Und zwar folgendes. Wo habe ich es? Da. Tada. Genau. Unser tolles, das ist erstmal die Verpackung, unser Sanddorn. Bath-Sanddorn. So, das ist die Flasche 250 Milliliter und es nennt sich Bath Oil, weil hier unten könnt ihr es erkennen, hier ist der Ölzusatz drin. Das hat sich jetzt abgesetzt.
Deswegen vor Gebrauch gut schütteln, damit sich alles vermischt. Das Gute an einem Produkt ist, es löst sich wirklich in der Badewanne auf. Also ihr habt keinen Ölfilm, in dem ihr dann schwimmt oder nachher diese Reste, die so gerne schon mal am Badewannenrand hängen bleiben. Das ist damit alles nicht gegeben. Also hier, das löst sich alles wunderbar auf. Alles dermatologisch hautverträglich geprüft, selbstverständlich. Und Gemaco verzichtet komplett auf Mineralöle und PEGs. Also ihr habt hier nur natürliche Inhaltsstoffe, sehr hochwertige, 12,51 Euro für 250 Milliliter. Und ich habe nochmal nachgelesen, das reicht für circa 6 Pflegebäder. Also 6-mal Badewanne, genau, nämlich ihr dosiert hier oben mit der kleinen Kappe und da kommen, wie viel? 3. Na, guck mal, 6. Das heißt für 2 Euro ungefähr eine Wanne, ne? 2,20 Euro, 2,10. Also, kommt 2,10. Ja, Mathe um die Uhrzeit. Also, Badöl kommt in dieser schönen Verpackung. Okay. Geht noch mehr. Es geht noch mehr, denn Gemaco hat ein Mega-Produkt. Leider nur jetzt. Also, solange der Vorrat reicht, es ist nicht... So, hören wir mich wieder? Wunderbar. Ein Produkt, was sonst nicht im Programm ist, genau wie gerade das Ölbad. Ich mach mal. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich, bis der Ton wieder komplett vorhanden ist. Ja, perfekt. So, und zwar unser Bath Sold. Da ist das Produkt. Da, 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 da. Das ist, ich sag mal so, unser Wackelpudding unter den Produkten. Wie der Name schon sagt, Salz. Da sind natürliche Meersalze drin. Und der Zusatz unterstützt durch seine basische Wirkung die natürliche Funktion der Haut. Ganz klar, es ist basisch. Und es ist tatsächlich so, wenn ich in die Badewanne gehe, das Wasser ist noch schön klar, gehe ich raus, ist es gräulich. Wo ich immer denke, das entschlackt, man fühlt sich danach wohl, hat ein tolles Gefühl. Ja, und Wackelpudding deswegen, weil, kann man das hören, dann müsst ihr kräftig schütteln, damit sich die ganzen Salze... Und damit ein Turban auf dem Kopf, weißt du, da kann ich auch nach Brasilien auswandern. So, damit sich die ganzen Meersalze verteilen. Auch die lösen sich komplett in der Badewanne auf. Da schwimmt nicht nachher noch irgendwelches Krusels rum. Alles, das löst sich komplett auf. Ist halt natürlich. So, ist immer noch. Ich finde das sehr lustig. So, ich zeige euch mal lieber in so einem Glas, wie das aussieht. Also ihr dosiert das bitte mit so einer Kappe. Ja, also mit der Kappe, aber... Lustig. Guck mal hier. Ja, lecker. Aber das kann man tatsächlich gut dosieren und es löst sich auf. Können wir da gleich mal ein bisschen... Oh, das ist lustig. Das ist jetzt für ein Glas Wasser voll zu machen zu viel Inhalt. Also das ist schon mehr als eine Kappe. Probiert es wirklich aus. 12,51 Euro für ein basisches Badesalz. Ja, mega. Also es tut verdammt gut, ihr fühlt euch danach wie neugeboren. Wenn wir dann aus der Badewanne kommen, Turban haben wir ja immer noch aus dem Kopf, möchten wir noch was Gutes für unsere Haut tun. Und da lege ich dir sehr gern unser Bodycare Cream ans Herz. It's everything in English, but it's eine Bodylotion. In unserem schicken Tiegel. So, der Tiegel alleine kostet 37,73 Euro. Und das Nonplusultra für die doppelte Wirkung, doppelten Inhalt, gibt es die Tube mit 200 Milliliter nochmal obendrauf. So. Doppelte, okay. Doppelte Menge zum gleichen Preis. Gemaco hat hier mitgedacht, denn der Tiegel ist nicht nur sehr schön, der darf auch gerne draußen stehen bleiben und nicht im Schrank. Denn wir denken hier an die Umwelt. Ich habe den extra mal zugelassen, denn dieser Behälter... ist nichts anderes als ein Nachfüllpack. Jawohl, deswegen, Nachfüllpack ist immer gut. Wir tun was Gutes für den Geldbeutel und natürlich auch für die Umwelt. Und dann steht der wieder schön im Regal. Ja, wir benutzen, ich bin ja nicht die Einzige im Badezimmer bei uns. Ich benutze den, der Rest benutzt die Tube. Also, das ist unser Mega-Angebot, 37,73 Euro für das Doppelte. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie sieht das aus. Ja, auch hier.
Natürliche Inhaltsstoffe, komplett frei von. Ja, so kann man. Ach so, ha, guck mal, so kann man es gucken, ja? So, und dann auf die Haut. Besonders bei trockener Haut. Die zieht sehr schnell ein. Frei von PEGs. Was sind PEGs? Emulgatoren. Haben wir alles nicht drin. Und auch keine Mineralöle. Mineralöle ist super, grundsätzlich. Aber nicht bitte in Kosmetika. Nein, sind überhaupt nicht gut. Denn es macht die Haut, zieht Mineralöle legen sich einfach auf die Haut und dann passiert nichts mehr. Das habt ihr vielleicht schon mal gehabt, wenn ihr euch eingecremt habt und danach wahnsinnig angefangen habt zu schwitzen. Ja, weil die Haut nicht mehr atmen konnte. Da war ein kompletter Film drüber. Das passiert hier nicht. Die Creme geht bei uns auch immer mit in den Sommerurlaub, weil das ist Nonplusultra bei jedem Sonnenbrand. Kommt die direkt zum Einsatz und wahnsinnig hautverträglich. Ja gut, riechen könnt das jetzt nicht. Riecht gut. Also ein wohltuendes Körpergefühl habt ihr mit der Body Care Cream. Und das zu einem Wahnsinnsangebot. Shea Butter ist drin. Kupuacao Butter. Ja. So, also das ist alles mit drin. Mega Angebot, 37,73 Euro. So, ja, dann sind wir aber doch mal bestens ausgestattet für ein Wohlfühlspa bei dir zu Hause. Ich bekomme ein Zeichen, wir haben Fragen reinbekommen. Ihr seid so mega. So, Frage Nummer 1. Kann man den Turban auch für die langen Haare benutzen? Selbstverständlich. Und, ich bin hier noch drauf. Da gebe ich dir mal, auf die andere Kamera, da gebe ich dir einen guten Tipp. Denn, geh mal aus dem Bild hier. Bei langen Haaren tatsächlich diese Variante verwenden, dass du es über den Kopf machst, weil dann hast du hier die Möglichkeit, die Haare da reinzupacken. Für euch, oh Gott, für die, sieht ja aus wie beim Mask Singer, bei Kindern arbeite ich gerne andersrum. Weil wenn du einem Kind sagst, mach mal einen Kopf nach vorne, geht das nur so. Damit kommt man nicht sehr weit. Also, da geht auch die andere Variante, in dem Fall so rum. Ja, und dann hinten wieder zusammen friemeln. Und dann nicht hinten festmachen, sondern oben. So. Auch hier zeige ich es euch mal nochmal. Ne? Dann kommen wir hier vorne. Zack. Ne, abgerutscht. Da. Und dann hält das. Okay? Okay, also, das ist so die Kindervariante. Außer, zieht auch schön, ich sehe das gerade. Zieht auch die Augenbrauen hoch. Hast es Lifting direkt inklusive. Noch eine Frage haben wir. Sind die Badezusätze auch für Kinder geeignet? Oh ja! Das, also hier, beide sowieso. Und das hier habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das Wasser war, wie gesagt, auch da sehr grau. Selbstverständlich, dadurch, dass sie wirklich alles nur rein natürliche Inhaltsstoffe haben, dürfen das auch die Kinder benutzen. Die freuen sich. Und letztens kam eins meiner Kinder an und juckte sich permanent, weil es ist die Zeit der trockenen Haut. Sie kommt jetzt. Und einmal abends damit eingecremt und es war am nächsten Tag alles wieder perfekt. Also, ihr habt jetzt hoffentlich genug Bock darauf, auf eine schöne Badewanne oder schöne Geschenkideen an die Hand gegeben. Also ich freue mich auf eure Rückmeldung. Wenn ihr aber trotzdem noch weiter putzen wollt, dann dürft ihr das selbstverständlich tun. Alle Produkte, die ihr dazu braucht, findet ihr hier unten auf einfachsauber24.de. Das ist unser Online-Shop. Es gibt noch tolle Aktionen, die noch bis in den Januar reingehen, aber bedenkt dran, wir kaufen dieses Jahr sehr viel online und bedenkt also da auch bitte eine etwas längere Lieferzeit. Hat dir das Video gefallen? Dann... Was denn? Ach so, ja, genau. Ich hätte gerne mal einen Namensvorschlag. Bitte, gute Idee aus der Regie. Ja, gute Idee aus der Regie. Also, ich hätte gerne mal einen Namensvorschlag, wie wir sie denn nennen können, weil die steht demnächst bei uns im Badezimmer. Wäre schön, wenn ich jemanden ansprechen kann, wenn ich mich mal wieder unterhalten möchte. Also schickt mir gerne eure Vorschläge per E-Mail oder hier in die Kommentare. Whatever, Facebook, wir sind dabei. Und hier unten Instagram. Da findet ihr mich auch @jimmarco_cuttingback.tv. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, erholsamen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!